Gehen wir einen Weihnachtsbaum kaufen? Gehen wir einen Weihnachtsbaum kaufen? Na los, komm! Hallo Leute, zum letzten Vlogmas-Video 2019! Kurz vor Weihnachten, ich bin inzwischen zu Hause bei meiner Family. Val ist in Frankreich bei seiner Family. Lotti Carotti ist mit hier bei mir. Die liebt es hier nämlich mit Sammy und den ganzen Feldern so außenrum. Wir gehen jetzt unseren Weihnachtsbaum kaufen für dieses Jahr. In unserer Familie kaufen wir den immer relativ spät, finde ich, glaube ich. Wir kaufen den immer wirklich kurz vor Weihnachten. Seit wann machen wir das eigentlich so schlimmer, oder? Ich glaube schon. Und das machen wir jetzt heute. Hier muss ich rechts, oder? Nein, immer noch nicht. Meine Schwester und ich sind auf dem Weg, sammeln jetzt meinen Bruder ein und dann gehen wir einen Baum kaufen. Das ist doch wirklich so der allerletzte Step vor Christmas. Also dann bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung. Vielleicht seht ihr schon, dass ich meine neue Brille aufhabe. Ich zeige es euch später nochmal richtig, weil ich glaube, so erkennt man so richtig gar nichts. Ich habe mich für so ein ganz feines Modell entschieden, also mit so einem ganz dünnen Rahmen. Und finde es richtig gut bisher, weil man echt das Gefühl hat, man hat nichts im Gesicht. Wie rechts nach. Ja. Der Standort sagt einfach, dass du gerade ausfahren musst und dann würde er da stehen. Ich komme nämlich schon mal entgegengelaufen. Ich finde den richtig schön. Ja. Den. Yay! Und wieder zurück. Ich habe mich jetzt hier gerade fertig gemacht, aber schminkte schon meiner Schwester. Und die hat so eine Tageslampe. Und ich habe schon ganz oft überlegt, ob ich sowas brauche, möchte, bestellen soll, weil meine Schminkecke auch ziemlich dunkel ist. Aber irgendwie dachte ich mir immer, nee, unnötig. Und jetzt habe ich mich hier ein paar Tage mit Tageslichtlampe geschminkt und das macht so einen Unterschied. Also ich meine, es ist hier zusätzlich auch noch an einem riesigen Fenster direkt davor, aber diese Tageslichtlampe macht echt einen riesigen Unterschied. Und ich glaube, ich muss mir das jetzt direkt bestellen für zu Hause. Das ist echt einfach life-changing. Ich habe jetzt gerade fertig gemacht, einen Baum haben wir gefunden, jetzt müssen wir den nur noch gleich schmücken. Und ich muss noch meine Geschenke vorbereiten, wobei ich, hatte ich auf Instagram schon erwähnt, dieses Jahr nichts verschenken wollte. Also mir war wirklich überhaupt nicht danach, einfach nur Geschenke besorgen, um dann irgendwas zu haben, weil an diesem 24. eben Geschenke verschenkt werden. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach Spendenkarten schreibe für Freunde und Familie. Also einfach für jeden irgendwie ein passendes, schönes Spendenprojekt raussuche, das ich unterstützen möchte, wo ich dann statt das Geld für irgendwas auszugeben, hinspende. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen recherchieren, welche Spendenorganisation so für welches Familienmitglied bzw. welche Freundin am passendsten ist. Ich habe ja diese wunderschönen Weihnachtskarten von Rosemood. Ich habe allerdings nicht so richtig mitgedacht, als ich die erstellt habe. Ich hätte mal die Schrift hinten, die schon vorgefertigt drauf gedruckt ist, ganz nach unten und ein bisschen kleiner machen sollen, dass man da auch noch was hinschreiben kann. Ich habe jetzt immer so außen rum geschrieben, aber so richtig praktisch ist das nicht. Also sie ist wunderschön, aber um sie auszufüllen, nicht so richtig praktisch. Muss ich mir fürs nächste Jahr merken. Auf jeden Fall schreibe ich den Text da trotzdem einfach so drumrum. Dann sind hier auch noch ein paar Produkte drin, die ich zugeschickt bekommen habe, wo ich aber sehr sicher bin, dass meine Mama sich da sehr drüber freuen wird. Also hier drüber habe ich mich auch sehr gefreut, nicht falsch verstehen, aber den habe ich dreimal zugeschickt bekommen und einer reicht mir definitiv. Und dann ist hier drin natürlich noch ganz viel Kaffee. Da bin ich halt auch einfach so, so stolz drauf. Das ist für mich so ein cooles Geschenk. Also das verschenke ich zusammen mit einer schönen Karte. Bist du vielleicht auch einfach ein bisschen müde, oder? Seid ihr vielleicht einfach beide ein bisschen müde? Das ist, wenn man immer so viel spielt und rennt und Quatsch macht. Ich möchte einmal diesen Größenunterschied demonstrieren. Oh, so wie eigentlich für einen kleinen Wurm als Hund. Bist du eigentlich für ein kleiner Wurm? Come sit down by the herd. Let go out.
sorry, meine Mama hat jetzt im Hintergrund die Küchenmaschine an. Lotte hat sich nochmal für einen anderen Schlafplatz entschieden. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, weil ich das Gesicht meiner Schwester zuhalte. Aber sie liegt halt wirklich mit ihrem Kopf auf dem Kissen. Und Lotte hat echt ein Händchen für komische Schlafplätze. Aber es ist auch ein bisschen süß, ne? Ich habe mich jetzt nochmal aufgerafft, nachdem wir jetzt hier eine ganze Weile auf der Couch lagen und nochmal You angeguckt haben. Heißt es auf Deutsch auch You? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es heißt You, du wirst mich lieben, die Serie auf Netflix. Ich habe die schon mal mit Val geguckt und jetzt sind die zweite Staffel raus und dann habe ich gerade festgestellt, dass meine Schwester die noch nicht gesehen hat und dann haben wir jetzt nochmal von vorne angefangen. Jedenfalls lagen wir hier richtig gemütlich auf der Couch, der Kamin ist an. Es hat jetzt gerade echt ein bisschen gedauert, bis ich nochmal hochgekommen bin. Aber ich bin jetzt verabredet mit zwei Freundinnen zum Sushi essen in Karlsruhe. Ich freue mich mega. Taomi heißt das Restaurant, glaube ich. Ich kenne mich restauranttechnisch in Karlsruhe nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber nicht direkt in Karlsruhe und es hat sich auch einiges verändert, seitdem ich weggezogen bin. Und Sushi habe ich echt sogar keine Ahnung. Früher sind wir immer zu Sushi Circle gegangen, das weiß ich noch, aber es ist wie gesagt einfach schon ewig her. Und das sah auf jeden Fall richtig gut aus und ich freue mich jetzt total, meine Mädels wieder zu sehen und Sushi essen zu gehen. Das ist vielleicht das Schönste, finde ich, am Heimkommen an Weihnachten. Alle meine Freundinnen sind auch bei ihren Families. An Weihnachten sieht man dann einfach alle wieder und Zeit füreinander, also auch nicht so im Alltagsstress, sondern wirklich mal in Ruhe. Dankeschön! Hause. Ich bin bettfertig, ich bin todmüde. Schon. Mein Handy ist aus. Nach eins, glaube ich. Es war sehr, sehr schön. Sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, es heißt übrigens Taomi und nicht Taomi, wie ich vorhin gesagt habe, wie Baumi. Ein guter Sushi-Tipp, wenn ihr mal Sushi essen wollt in Karlsruhe zufällig. Vielen Dank einmal an der Stelle für alle, die jetzt schon, ich weiß nicht, in wie vielen Jahr in Folge Vlogmas geschaut haben. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch frohe Weihnachten. Und wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann hoffentlich einfach entspannte Feiertage. Und wenn ihr nicht frei habt, dann hoffentlich zumindest mal zwischendurch einen Moment zum Durchatmen. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schon mal vorsorglich. Weil es jetzt keine Videos geben wird bis in die 2. Januarwoche. Ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram folgen. Da gibt es auch zwischendurch immer mal Stories und Fotos. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für ein weiteres Jahr, ein weiteres YouTube-Jahr, das ihr mit uns geteilt habt. Du kannst ruhig reinkommen. Wie findest du You? Cool, ich hätte gedacht, dass es gut ist. Ich wundere mich, dass du das noch nicht geguckt hast. Du hast eigentlich immer alle Serien schon geguckt, die ich gut finde. Ja, das hat mich nicht angesprochen, wegen Penn Badgley. Wer ist das? Der Haupttyp. Ja, der Haupttyp. Wir gehen jetzt noch schlafen. Das war's für Vlogmas 2019 und für YouTube 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr in alter Frische.